das war's für heute. Ganz kurz nochmal. Das ist der Schwamm. Ich habe Pinsel in der Stärke 20 bis Doppel-0 verwendet. Was hat es mit dem Pinselwasser auf sich und dem Verblenden? Von Anfang an stelle ich mir gleich 4 Gläser mit Wasser hin, indem ich die jeweiligen Farben geordnet nach hell und dunkel meiner Pinsel auswasche. Wenn ich dann weiche Übergänge schaffen möchte, dann trage ich zuerst die ganz normale angemischte Farbe auf und dann direkt im Anschluss mit dem jeweiligen Pinselwasser, hell oder dunkel, die Verblendungen schnell aus dem Handgelenk, mehr oder weniger gewischt. Ihr berührt kaum die Leinwand, das heißt also wirklich nur so ganz eben. Und je schneller ihr arbeitet, umso besser gehen die Übergänge natürlich. Wer das Ganze zeittechnisch noch ein bisschen rauszögern möchte, kann auch mit einem sogenannten Retarder arbeiten. Das ist ein Viskosemittel, um die Farbe länger streichfähig zu halten. Das könnt ihr anwenden, entweder direkt beim Anmischen eurer Farben oder teilweise trage ich das auch direkt auf die Leinwand auf. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich tue es gleich. Nochmal ganz kurz zu dem Feintuning der Haut. Dafür habe ich so einen Schwamm, der kommt im Original aus dem Maskenbildnerbereich. Den müsst ihr euch natürlich nicht kaufen. Es reicht ein haushaltsüblicher Abwaschschwamm, um einfach mal auszuprobieren, die Hautstruktur nachzuempfinden. Das funktioniert mit dem Schwamm deswegen so gut, weil ich damit diesen porösen Farbauftrag habe. Die Linien habe ich einfach mit meinem 00-Pinsel nachgezogen. Teilweise habe ich mir auch schon andere Pinsel einfach auseinandergeschnitten, dass nur noch 2 oder 3 Haare übrig geblieben sind, um wirklich ganz ultrafeine Linien hinzubekommen. Von der Vorgehensweise her kopiert einfach die Natur. Guckt euch eure eigene Hand an und ihr werdet sehen, wie das Hautbild aussieht. Wo sind hier die Linien? Wo sind leichte Erhöhungen? Da müsst ihr mit hell arbeiten. Wo sind Vertiefungen? Da müsst ihr natürlich dunkel reinziehen. Ansonsten, was kommt bei mir als nächstes? Ich werde dieses Bild so lange mit Lasiertechnik überarbeiten, bis ich sage, jetzt gefällt es mir. Und ich melde mich dann wieder bei euch, wenn ich das Feintuning mache. Das bedeutet, auch den allerletzten Feinschliff auflege. Bis dahin wünsche ich euch a good stroke. Nein. A good brush stroke.